Ich möchte Sie herzlich einladen zum 14. Run of Spirit, der in diesem Jahr am Pfingstmontag im evangelischen Johannesstift starten wird. Sie werden ein buntes Programm erleben von sportlichen Ereignissen für Menschen mit und ohne Behinderung. Wir haben um 12 Uhr unseren Höhepunkt, den Run of Spirit. Das ist ein Staffellauf von Menschen mit und ohne Behinderung, die im Wechsel immer 500 Meter hier um unsere wunderschöne Allee laufen werden, sich den Staffelstab übergeben und angefeuert werden von allen Gästen, die an diesem Tag hier hoffentlich in großer Zahl da sein werden. Vorher beginnen wir um 9 Uhr direkt vor der Kirche mit einem Outdoor-Gottesdienst zum Thema Spirit, Pfingsten, Heiliger Geist, Lebendigkeit, Feuer und Geistkraft. Das wird ein sehr bewegungsreicher Gottesdienst sein. Von 20 Minuten Ehrengäste erwarten wir. Und dann um 9.30 Uhr wird der Startschuss zum ersten Lauf getätigt. Und dann wird es einen Lauf nach dem nächsten geben. Und es endet dann mit dem großen 10-Kilometer-Lauf, der dann aber hinaus aus dem Gelände in den Spandauer Forst führen wird und zwei Runden immer wieder hier zurück zum Johannesstift sein wird. Und dort werden dann Läufer und Läuferinnen laufen, die eben schon eine größere Distanz schaffen. Wir haben Kinderläufe, wir haben Läufe für Jugendliche. Es ist eigentlich für jeden eine Distanz dabei. Und es ist auch für jeden etwas dabei, der Lust hat, sich zu bewegen, egal wie viel, egal womit. Man kann mit Rollstuhl laufen, man kann mit Assistenz laufen. Hauptsache, wir haben an diesem Tag viel Spaß und viel Bewegung. Und da freue ich mich, wenn Sie kommen. Wer sich bewegt, bekommt auch Hunger und Durst. Da haben wir für Sie einiges vorbereitet. Sie werden Stände vorfinden, wo sie leckere Speisen bekommen. Natürlich haben wir genug Getränke da und auch an die Kinder ist gedacht mit einem kleinen Kinderangebot, sodass sie also hier auch als Familie einen abwechslungsreichen Tag erleben können. Das Besondere am Run of Spirit ist, dass es als Speed Dating organisiert ist. Das heißt, wenn Sie also spontan Lust haben, selbst als Mensch mit Assistenzbedarf, sich einen Partner oder eine Partnerin zu suchen, dann können Sie einfach sagen, ich habe Lust zu laufen, wer hat Lust mit mir zu laufen? Oder auch andersrum, wenn Sie eine Partnerin, einen Partner suchen mit Assistenzbedarf, melden Sie sich einfach und dann können Sie einen neuen Menschen kennenlernen und sich mit ihm sportlich hier bei uns auf der Allee betätigen.